Jo, dann würde ich sagen, schwimmen wir einfach mal weiter. Wir haben jetzt neue Amulette und einen Vogel. Warum haben wir einen Vogel? Das muss scheinbar das Amulett sein, oder? Hat dieses Amulett einen Vogel? Wie geil ist das denn? Hat nichts genutzt. Wir sind tot. Okay, nächster Versuch. Wir haben einen Vogel. Das finde ich ja mega schön. Zwischenzeitlich war ich so ein bisschen, wie interessant kann das jetzt wohl werden? Ne? Wenn wir uns jetzt hier einfach nur durch die Gegner kloppen. Aber dann ist es doch echt interessant gemacht. Sie haben doch einige interessante Sachen aus der Demo rausgelassen. Finde ich schön. Nett. Jetzt würde ich mir gerne nochmal das Amulett anschauen, ob da jetzt irgendwas steht mit Vogel. Habe ich halt irgendwie nicht beachtet. Nicht so richtig. Was sind das immer mit diesen Kernherausforderungen von Ubisoft? Oder Ubisoft? Eigenartig. Also unser nächstes Ziel ist der Wald. Das heißt, wir müssen hier irgendwie aus der... Wir haben eine Lampe. Prophezeiung. Der verlorene Sand. Enthüllt die Prophezeiung. Die Prophezeiung des Bergkarf. Okay. Oh, wie geil. Dunkle Begierden. Man findet hier jetzt immer so Bruchstücke. Neues Amulett freigeschaltet. Erhöht die Angriffskraft. Haben wir da jetzt ein Pferd? Also wenn ich es richtig gelesen habe, wenn wir volle Gesundheit haben, erhöht das unsere Angriffskraft. Da können wir nochmal interagieren. Da sehen wir nochmal ein Stück von unserer Prophezeiung. Wie cool. Also der Sand macht die Prophezeiung wieder ganz. Wir müssen also diese leuchtenden Dinger finden. Diese Urnen. Was genau macht unser Vogel jetzt eigentlich, außer dass er hübsch aussieht und uns begleitet? Nein, das war auch die falsche Taste. Können wir das vielleicht noch nicht so hochspringen? Okay, hier waren wir auch schon mal und es war nicht angenehm. Aber diesmal ist das überhaupt kein Problem. Das sah doch schon mal sehr gekonnt aus. Da ist wieder so eine Urne. Habt ihr sie gesehen? Okay, diesmal war das ja überhaupt kein Problem. Aber wir sind nicht mehr in Richtung Urne. Haben wir die jetzt gesehen, die Urne, oder haben wir sie nicht gesehen? Offensichtlich haben wir sie nicht gesehen, schade. Oder man kommt doch von einem anderen, über einen anderen Weg hin. Bis auf die Urne gab es da ja jetzt gar nichts da unten, ne? Müsste man sich auch fragen, warum gibt es das überhaupt? Okay, da ist zu. Ist es abwechselnd, wenn die eine auf ist, ist die andere zu? Einer von Adashirs Männern. Oh je. Lebst? So viel Zeit ist vergangen. Was? Ihr seid doch erst gestern Nacht angekommen. Eine Nacht, die sich über 30 Jahre erstreckt. 30 Jahre? Krass. Dieser Ort ist ein Gefängnis. Es gibt kein Entkommen. Wo sind deine Kameraden? Verschollen in der Zitadelle. Gefangen in endloser Gefangenschaft, raubt sie ihnen den Verstand. Oh je. Es gibt keinen Nur Ausweg. Der Tod kann uns befreien. Mein Abzeichen. Nimm es.
Wir kriegen ein neues Amulett. Meine Kameraden werden die Niere geben, wenn die Zeit kommt, sie zu befreien. Oh je, die verlorenen Krieger. Okay, wir haben jetzt schon mehrere Nebenquests, wenn ich das richtig gesehen habe. Wir sollten das Ding bloß auch mitnehmen. Genau. Nohan war Ardashirs rechte Hand, ein guter Taktiker und ein angesehener Stratege. Plus eins Insignie des irgendwas. Okay. Aha. Da ist ein Griff. Der scheint hoch und runter zu gehen vielleicht. Okay, ein neues Rätsel. Ein neues Jump'n'Run-Rätsel. Ach, ich hätte mal gucken können, wie dieses Genre jetzt heißt. Aber das wisst ihr vielleicht besser als ich. Schreibt's mal in die Kommentare. Okay, der Griff ist jetzt zumindest ein bisschen näher. Jetzt kommen wir auch ran. Ach nee, der oben, der ist immer noch zu weit oben. Okay, jetzt läuft jetzt Wasser, wenn man da drauf steht. Ja, okay. Jetzt kann sich's drehen und jetzt müssen wir natürlich wieder runtergehen, wenn die Dinger richtig stehen. Dreht sich es wahrscheinlich andersrum. Jetzt können wir den nach oben drehen. Und das ist ein Hebel, um diese Tür zu öffnen. Nett. Schön gemacht. Was für ein Problem hat der denn? Untoter Gefangener. Offensichtlich ein Problem mit uns. Game over. Okay, man kann es entweder erneut versuchen oder direkt zum Baum, wenn man merkt, man muss nochmal, keine Ahnung, sich umziehen. Aber wir haben jetzt wegen dem Amulett haben wir einen mehr, einen Strich. Und man kann es auch farblich erkennen. Das ist mir bis jetzt noch gar nicht aufgefallen. Ein untoter Gefangener. Okay, da wieder die roten Augen. Aber kam da jetzt so Meldungen? Oder war das... Ah, das war im ersten Teil schon mit den Meldungen mit den roten Augen, ne? Ja, ist ja kein Wunder, dass es jetzt nicht nochmal kommt. Eigentlich völlig logisch. Das hat sich auch sehr schlecht angefühlt. Okay, ich verstehe. Und dieses zusätzliche Leben, was wir da hatten, das kann man auch wirklich nur an einem Baum auffüllen. Das heißt, das kriegen wir auch nicht. Game over. Das kriegen wir auch nicht durch einen Heiltrank gefüllt, ne? Schaut mal da. Ist jetzt ein Lebensstrich mehr. Der setzt uns ganz schön zu. Aber immerhin haben wir jetzt einen Lebensbalken. Game over. Aber irgendeinen Sinn hat dieser Vogel nicht, ne? Der lenkt nicht ab, gar nichts. Uns vielleicht. Okay, diesmal sieht es ja schon mal besser aus. Ein Viertel Hammer. Ja, und Flucht offensichtlich immer nach vorne. Flucht nach hinten bringt nichts. Kann man schön sehen. Unser zusätzliches Leben, das stand dann auch, dass man es nur am Backbaum auffüllen kann. Also es macht durchaus Sinn, ist nicht erneut... Ach nee, Quatsch, das macht schon Sinn. Wenn man stirbt, bekommt man trotzdem das volle Leben. Das hat gesessen. Und das noch mehr. Herzlichen Glückwunsch, super gemacht. Und es gab ordentlich Kristalle. Und eine Tür öffnet sich. Da liegt übrigens was.
Was ist das? Wertgegenstand erhalten. Soma-Baumblütenblatt. 1 von 4 Blütenblättern gefunden. Sammle 4 Soma-Baumblütenblätter, um irgendeine geheime Zutat zu mixen. Nee, keine Ahnung. Aber das ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass ich es noch nicht weiß. So bleibt spannend. Hey, warte! Vater, was ist denn mit mir? Halt! Wer bist du? Er ist einfach verschwunden. Gefangen in der Zeit. Das ist so faszinierend, wenn man da mal drüber nachdenkt. Gefangen in der Zeit, ne? Aber eigentlich macht es auch total wenig Sinn, weil Zeit und Raum hängen ja dann doch irgendwo miteinander zusammen. Ne? Wenn wir uns in der Zeit zurückbewegen, ändern wir ja definitiv unsere Position. Und auch das hier wird wahrscheinlich ein Planet sein, der sich irgendwo bewegt. Ne, das ist eh so ein Ding, was Zeitreisen sehr schwierig macht. Wenn wir, wir würden in den gestrigen Tag zurückreisen wollen, dann müssten wir unsere Position auch ändern. Müssten wir es irgendwie schaffen. Sehr schön. Wir sind übrigens im Wald angekommen. Müssten wir es irgendwie schaffen, unsere Position zu ändern. Ne? Und ein Wackwackbaum. Jetzt ist unser Leben tatsächlich. Jetzt haben wir einen weiteren Hallo. Lebenspunkt. Ist das erste Mal, dass du einen Wackwackbaum siehst? Ich habe solche Bäume auf meiner Reise gesehen. Aber du bist der Erste, der spricht. Nein, nein. Ich bin kein Wackwackbaum. Ich lebe darin. Bei der Zitadelle gibt es viele Wackwackbäume. Ihre Äste sind eine Zuflucht für uns. Und auch eine große Hilfe für Reisende wie dich. Ja. Ich habe es bemerkt. Diese Bäume waren schon immer hier, seit Anbeginn des Lebens an sich. Ihre Wurzeln gehen tief, genährt vom urzeitlichen Atra, das in allen Dingen nachhallt. Doch jetzt leidet der Wald. Inmitten des Fluchs sät eine Kreatur von woanders mehr Unheil und Verwüstung. Hier, nimm das, du wirst es brauchen. Und damit haben wir ein Barmanns Odem. Erzeuge eine Explosion und eine Heilungszone, die allmählich Gesundheit wiederherstellt. Gegner in der Nähe werden zurückgestoßen, kann nur am Boden eingesetzt werden. Das ist eine Atra-Kraft der Stufe 2. Okay. 15 Sekunden erzeugt eine Explosion. Nett. Und Amulette können wir gleich nochmal gucken. Erhöht die Angriffskraft. Noch können wir alle tragen. Aber vielleicht können wir bei der Schmiedin dann ein bisschen was Neues erwerben. Dann müssen wir Kristalle sammeln. Also es lohnt sich vielleicht wirklich, mehrfach die Level zu spielen, um mehr Kristalle zu bekommen, weil die Gegner ja wiederkommen. Nett. Sah das nur so. Nee, wir müssen schon in dem Ding drinstehen, damit wir regenerieren. Okay. Und es geht nur auch am Boden. Okay, nicht auf einer Brücke, wie es aussieht oder so. Finde ich auch sehr eigenartig. Warum geht es denn da nach unten? Macht doch gar keinen Sinn. Aber ansonsten gibt es hier ja nicht so irgendwie so Level Up, oder? Man kriegt stärkere Kristalle. Und da kommt ein neuer Baum. Eigenartig, dass da immer noch diese Pfeilstationen schon stehen, obwohl wir noch gar keine haben. Spricht dafür, dass man mehrfach in die Gebiete reinkommt, ne? Dass man da einfach nochmal zurück sollte. Und später wird es dann interessant. Mit den Pfeilen. Was das auch war, es ist ein grausiges Schicksal. Die Rüstung wirkt alt und lädiert. Schlüsselgegenstand erhalten. Kanonenkugel. Ein Artilleriegeschoss. Artillerie. Also es scheint mehrere Arten von Waffen noch zu geben.
Okay, wir haben jemanden gefunden. Okay, der offensichtlich auch noch ein Problem mit uns hat. Die mögen sich ja alle nicht. Okay. Aber in diesem Spiel ist das A und O in Bewegung bleiben. War das ein Doppelpfeil? Durch zunehmendem Angriff, also wenn wir Schaden erzeugen, ja krass, ja cooler Schuss. Wenn wir Schaden erzeugen, fühlt sich der verlorene Krieger Nebenquest aktualisiert. Das ist also einer von denen, den müssen wir jetzt bekommen haben. Einen Schlüssel. Insigne von Persepolis. Khosro war immer sehr angetan von Bijan und beauftragte Morteza sogar, ein Gedicht über ihn zu schreiben. Khosro war der Erste, der zur Rekrutierung, wie auch immer, wir haben jetzt die zweite Insignie gefunden. Und wir kommen hier weiter. Hier kommen wir ja eigentlich auch her. Auch wenn es mir sehr schwer fällt, mich an so Dinge zu erinnern. Es gibt ja Menschen mit richtig guter Orientierung. Ich finde das so faszinierend. Ich glaube, gibt es da noch irgendwas? Ah, okay, man muss darum. Sonst wird es schwieriger. Das sind auch gut viele. Ich denke mal, wenn wir die berühren, starten, machen die uns Schaden. Deswegen ist es ganz clever, die zu vernichten. Da liegt was. Was ist das denn? Sammelgegenstände halten. Stoßsamen von Erdek, spitz und lang mit Resten von getrocknetem Blut. Okay. Und hier ist schon die nächste Markierung eines Wack-Wack-Baums. Der hat uns aber gut erwischt. Ob wir das schaffen zum Baum? Eher nicht. Game over. Ja, fast. Aber okay, also sind die Wack-Wack-Bäume offensichtlich... Das ist ein Vogel. Haben wir das vielleicht auch schon gesehen? Die Wack-Wack-Bäume sind... Ach, nee, haben wir es jetzt doch schon zum Wack-Wack-Baum geschafft, weil wir in der Nähe waren? Nee, kann nicht sein. Wir müssen das hier nochmal machen. Krass. Ich glaube aber nicht, dass wir es schaffen werden. Wo ist er hin? Untergefallen. Haben wir jetzt alles behalten? Den Kristallen nachzuurteilen? Ja. Von der Anzahl her. Also es ist jetzt in dem Sinne gar nicht so dramatisch. Man stirbt, man macht... Also wenn man oft stirbt, macht man Wege doppelt und dreifach. Vierfach. Und kann dadurch mehr Kristalle sammeln. Aber das ist doch alles neu. Hier waren wir doch noch gar nicht. Ich bin verwirrt. Aber wir waren noch nicht bei dem Baum. Versunkener Hafen. Ich finde es so verwirrend hier. Karte könntest du mal aufmachen. Das wäre ganz nice. Da habe ich vielleicht auch ein bisschen eine Chance, hier was zu checken. Aber... Oh, eine Kiste. Was ist da denn so drin? Wertgegenstand erhalten. Erinnerungsfragmente. Erhöht die Anzahl der Erinnerungen. Ah, okay. Jetzt haben wir 16. Nett. Können 16 Fotos machen. Schön gemacht. Wirklich schön gemacht. Das ist wahrscheinlich einfach nur eine Abkürzung. Okay. Vulkanischer Wald oder so. So, jetzt sind wir hier durch. Irgendwelche Grillen-Samenviecher. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es Spaß macht, das zu spielen. Sehr kampflastig. Du solltest zurück. Genau, da hast du welche vergessen.
krass. Was hast du denn für ein Problem? Cool. Das ist Erlik. Hallo Erlik. Von dem haben wir ja gerade gelesen. Weiß schon gar nicht mehr, was da stand. Nur irgendwas mit Erlik. Das ist ein Waldgeist, wie es aussieht. Irgendwas mit Wildschwein und Hirsch. Und er spuckt irgendwelche Säure. Kann man nicht blocken. Okay. Und wir haben leider auch keinen Trank mehr, wenn er uns einmal noch... Ach, wir haben unseren Heilkreis. Sehr gut. Okay, das heißt... Ja, aber wir sind trotzdem sehr anfällig. Macht auch keinen Sinn, immer hinter ihm stehen. Weil er macht auch... Oh je, oh je, oh je. Das ist knapp. Sehr knapp, aber der geht ja schon gut runter. Den schaffen wir, das kriegen wir hin. Interessant, würde ich jetzt selber spielen, wäre ich so aggro wahrscheinlich schon. Würde mich so aufregen. Vielleicht. Und wenn man so guckt, das ist also easy peasy. Hm? So, Erlik. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Sehr gut. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass wir das noch schaffen, aber schön gemacht. Es gibt auch ordentlich Kristalle und ein neues Amulett freigeschaltet. Wolfsbraut, wandle einen kleinen Deslinden Schaden in Atra um. Rüste deine... Okay, ausrüsten am Wack-Wack-Baum. Und damit war es in dieser Folge. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal.